Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, nun könnt ihr mich alle sehen und hören. Ich warte mal, bis alle hier neu geladen haben in ihrem Browser, so dass sich unser Raum wieder nach und nach füllt. Gehört einfach dazu bei Live-Sachen, da gibt es einfach mal das ein oder andere technische Problem, da steckt man nicht genau drin. Da muss man cool bleiben, keine Panik schieben, hier tief durchatmen. Und dann geht's halt 3-4 Minuten später los. So what? Es gibt tatsächlich Schlimmeres, oder? So, dann gerne nochmal kurz schreiben, ob jetzt alles cool ist, ob ihr mich sehen und hören könnt. Ob ihr dabei seid, voller Vorfreude auf unseren Yin-Win-Flow jetzt gleich. Okay. Gut. Dann kommt auf eure Matte. Und wir fangen heute mal mit was ganz anderem an. Und ich will, dass ihr jetzt gleich euer Ego daraus schießt, wegschießen. Weil das Gute ist, dass wir jetzt vielleicht hier nicht zusammen sind und euch niemand anders sehen kann. Macht die Türe zu, sodass alle, die jetzt hier nicht mitmachen, euch auch nicht unbedingt zuschauen. Und wir lassen jetzt unser Chi, wie man auch sagt, oder unser Prana, unsere Lebensenergie, einmal richtig schön fließen. Dazu stell dich ein bisschen breiter als hüftbreit hin und geh mal so leicht in die Knie. Genau. Und dann nimm deine Arme mit der Einatmung hoch und bei der Ausatmung mit so einem schönen Geräusch atme aus. Und ein und aus. Und dann wippst du immer so ein bisschen nach. Genau. Und du brauchst auch gar nicht auf mich gucken, sondern mach das jetzt ein paar Mal und komm so ein bisschen in deinen eigenen Flow rein. Geh schön in die Knie und wipp. Dein Rücken bleibt gerade. Jawohl. Nimm die Arme und die Schultern mit. Locker. Streich durch deine Aura. Jawohl. Und wir machen noch ein paar, damit wir so richtig schön in den Flow reinkommen. Und das Ego geht weg. Und es ist ganz egal, wie es aussieht. Hallo, ich stehe hier vor der Kamera und mich sehen alle Menschen. Und jeder könnte denken, was macht die denn da? Aber es ist egal, weil ich tue mir was Gutes. Und nochmal. Und nochmal, jawohl. Und mach noch ein paar Mal. Einmal richtig schön alles loswerden, was nervt, was keinen Platz mehr hat. Jawohl, noch 10. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 2. Und letztes Mal. Und dann stell dich hin, schließ die Augen. Und spür mal für einen Moment nach. Jawohl. Spür mal, wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt sich's vor allem aber auch jetzt um deinen Körper an? Spürst du dein Herzchen klopfen heute Morgen? Und dann bring die Füße langsam hüftbreit zusammen. Bei der Einatmung nimm die Arme über den Kopf nach oben, Handflächen zusammen, ausatmen. Zieh die Hände in Anjali Mudra vor dein Herz. Die Handflächen und die Fingerkuppen berühren sich, die Daumen sind am Brustbein. Was ist der Grund, warum du jetzt gerade auf deiner Matte stehst? Was ist dein Ziel? Was ist deine Intention? Oder möchtest du diese Stunde heute jemandem widmen? Sehr schön.
nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und löse dann die Hände mit der Ausatmung. Öffne deine Augen. Jawohl. Und dann kommen wir langsam auf die Knie in unseren Vierfüßlerstand. Und bewegen mal den Po von rechts nach links. Jawohl. Und dann einatmen, komm mal in die Kuh und ausatmen in den runden Rücken. Einatmen in die Kuh und ausatmen in den runden Rücken. Einatmen in die Kuh, schieb dein Herz nach vorne. Ausatmen in den runden Rücken. Und dann komm in den Tisch, bring die Unterarme nach unten, wander ein bisschen weiter nach vorne mit den Unterarmen und leg dann den Kopf auf einen Block oder auf der Matte ab und schau, dass dein Gesäß über den Knien bleibt und dass jetzt dein Rücken so eine Art Hängematte wird, dass der Bereich zwischen den Schulterblättern ganz sanft nach unten sinken darf. Und atme. Mit jeder Ausatmung werd weicher, werd sanfter zwischen deinen Schulterblättern. Entspann die Schultern, entspann die Arme, entspann dein Gesicht und deine Stirn. Wir nehmen noch 10 tiefe Atemzüge hier. Werd immer weicher und spür, wie deine Atmung ganz ruhig und lange fließt. Jawohl. Lass die Gedanken und Sorgen über die Stirn in den Boden sickern. Gib sie ab, sodass du dich nicht mehr drum kümmern musst. Und ganz langsam und sanft bring die Hände unter die Schultern und heb dann deinen Oberkörper wieder in den Tisch an. Bring die Knie und die Füße zusammen. Stell deine Zehen auf und setz dich zurück in den Zehsitz. Atme ein, nimm die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, dreh dich zu einer Seite. Und komm in so eine schöne Drehung. Die eine Hand an den Oberschenkeln, die andere Hand an den unteren Rücken. Einatmen nach oben mit den Armen, schau nach vorne. Ausatmen, dreh dich zu deiner anderen Seite. Leg die Füße dann flach ab. Lauf mit den Händen nach hinten. Fingerspitzen schauen aber nach vorne. Und dann heb mal ein Knie leicht vom Boden ab, wenn es geht. Wechsel, das andere Knie anheben. Wechsel und wechsel nochmal. Oder vielleicht heb beide Knie nach oben an. Wir dehnen unseren Fußspann
öffnen das Herz, bringen die Schulterblätter hinten zusammen. Jawohl, sehr schön, wunderbar. Und dann komm zurück in den Vierfüßlerstand, wackel nochmal mit deinem Gesäß von rechts nach links. Jawohl, sehr gut. Und dann schieb die Schienbeine auf eine Seite, setzt dich nach hinten weg und wir kommen in unseren Schnürsenkel. Dazu bring dein linkes Knie nach unten und dein rechtes Knie darüber, sodass die Knie ungefähr so gut wie möglich übereinander sind, auch wenn das obere Knie viel weiter oben ist. Und dann versuch mal vielleicht die Füße noch ein bisschen weg von dir zu bekommen, sodass die Fersen nicht ganz nah am Gesäß sind. Und es ist quasi eine Brezel. Hier bei uns im Schwäbischen kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Oder auch in Berlin gibt es auch Brezeln. Oder die Pose im Yin-Yoga heißt sie Schnürsenkel. Und wenn du jetzt hier bist, schau mal, wie sich das anfühlt in deinen Hüften, in deinen Schenkeln. Und entweder du entscheidest dich hier zu bleiben oder wenn du noch nicht so richtig viel spürst und noch ein bisschen Lust hast, tiefer reinzugehen, dann lass dich nach vorne sinken. Nimm die Arme mit und lass deinen Kopf nach vorne sinken. Wenn du noch mehr möchtest, gebe ich dir noch eine dritte Option. Dann bring mal deine Arme raus wie Flügel und bring dann deinen rechten Ellbogen über den linken. Und dann kannst du quasi die Adlerarme dazu nehmen und dich dann so nach vorne legen, indem du die Ellbogen auf den Oberschenkeln, Knien ablegst und dann noch hier zwischen den Schulterblättern in eine schöne Dehnung kommst. Egal, welche Variante jetzt für dich passt und das entscheidest du selber, ohne dein Ego hier mitreden zu lassen, sondern indem du hörst, wo genau komme ich denn raus aus meiner Komfortzone und gehe mal einen Schritt weiter als sonst, aber wo genau sind auch meine persönlichen Grenzen? Weil die sind ja absichtlich da. Das heißt, hör da auf deinen Körper und dann finde hier Ruhe in deiner Variante. Und dann bring den Fokus auf die Atmung. Kannst du noch ein bisschen länger ein- und ein bisschen länger ausatmen, immer schön durch deine Nase. Und dann nimm noch drei Atemzüge hier. Und ganz langsam komm aus deiner Variante wieder raus. Und wenn du was Verrücktes ausprobieren möchtest, komm nach vorne auf die Hände, setz die Zehen hinter dir auf. Die sind immer noch in der Brezel, beziehungsweise im Schnürsenkel. Und dann lauf einmal um die eigene Achse. Es geht nur in eine Richtung. Lauf um dich rum, lauf um dich rum. Und dann setz dich wieder hin. Und Magic, das andere Knie ist wieder oben. Dieses Mal ist dein linkes Knie oben. Jawohl. Ansonsten entknote dich und knote dich neu hier rein in die Pose. Und du kennst die Option. Erstmal bring die Fersen, die Füße ein bisschen weg von dir. Und es kann gut sein, die Seite fühlt sich ganz anders an. So ist es auch jetzt gerade bei mir. Es ist gut, sowas wahrzunehmen. Einfach mal zu gucken, was macht denn die rechte und die linke Seite in unserem Körper. Und entweder du lehnst dich so nach vorne oder bleibst sogar oben. Oder du nimmst jetzt hier wieder die Arme zur Seite, bringst dieses Mal deinen anderen Ellbogen nach oben. Dieses Mal ist es dein... Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Mach die andere Seite, ist auch total egal. Es geht ja darum, dass wir einfach Balance schaffen. Und dann lehn dich, wenn du möchtest, auch hier wieder nach vorne. Und komm in deiner Pose an.
und spür rein. Zieh die Atmung ein bisschen länger. Nimm die Stirnfalten aus deinem Gesicht raus. Lass den Kopf los. Lass ihn nach unten sinken. Vielleicht kannst du ihn auch irgendwo ablegen. Kannst du auch ein Kissen zwischen Knie und Gesicht stecken. Und dann komm langsam aus deiner Pose wieder raus, öffne und lass die Arme los. Und dann strecken wir mal die Beine nach vorne aus und lockern uns richtig durch. Streichen mal über die Schenkel, klopfen uns ab. Jawohl, wunderbar. Und dann machen wir noch die Raupe. Unsere Vorwärtsbeuge, aber die Yin-Variante, bevor wir dann langsam in unsere Vinyasa-Flows reingehen. Wenn wir jetzt hier in der Raupe sitzen, streck die Füße aus, die Füße ganz entspannt. Und du kannst dich hier gern polstern oder dir was unterlegen. Oder du nimmst einfach die Hände so weit nach vorne, wie es geht und machst dich schön rund und lässt dich dann einfach nach vorne hängen. Lass den Kopf los. Lass die Schultern los. Und hier ist auch wirklich egal, wie weit du nach vorne kommst. Es ist egal, ob dein Kopf irgendwo abliegt oder hängt. Wir gehen hier einmal in die tiefe Dehnung von deinen Faszien rein, vom ganzen Körper. Dazu atme und dazu lass los. Lass wirklich alles los. Nimm die Spannung aus den Muskeln raus und lass sie mal zur Ruhe kommen. Den Nacken loslassen, den Kopf schwer werden lassen. Du kannst jederzeit den Kopf irgendwo ablegen, indem du so einen Turm auf deinen Schenkeln aufbaust mit Kissen oder so, wenn es dir angenehmer erscheint. Und mit jeder Ausatmung lass dich noch ein bisschen mehr sinken. Wir bleiben hier noch ein bisschen. Spüren deinen Körper. Spüren die Pose. Beobachte deinen Geist. Sind Gedanken da? Tauchen Gedanken auf? Und kannst du sie auch wieder loslassen, so schnell, wie sie auch kamen? Fünf tiefe Atemzüge in unserer Raupe noch. Und ganz langsam und behutsam, Wirbel für Wirbel, richte dich nach und nach wieder auf, ganz am Schluss den Kopf. Setz die Hände mal auf. Stell den linken Fuß über den rechten Schenkel. Nimm den rechten Arm nach oben, beug den Ellbogen. Bring den Ellbogen zur Außenseite von dem Knie und wir drehen uns mal nach links. Und komm in so eine schöne Drehung. Jawohl. Adha Mattyendrasana.
Half Lord of the Fishes auch genannt, die Pose. Jawohl, dreh deine Wirbelsäule. Und dann komm zurück, bring die rechte Hand zurück zur Matte, wechsel die Beine, rechter Fuß stellt sich über den linken Schenkel, linker Arm geht hoch, Ellbogen geht zur Außenseite vom rechten Knie und wir drehen uns nach rechts. Die hintere Hand stützt dich und du drehst dich mit aufrechter Wirbelsäule. Jawohl. Wunderbar. Und dann komm zurück zur Mitte, stell die Füße auf, streck die Arme nach vorne, mach dich rund und dann Wirbel für Wirbel. Komm langsam, langsam mit deinem Rücken auf die Matte, der Kopf zuletzt. Und dann zieh ein Knie nach dem anderen zu dir ran. Und wir wackeln über die Wirbelsäule von rechts nach links. Und dann fangen wir an, von vorne nach hinten zu rollen. Und kommen in so eine schöne Rock'n'Roll. Rock'n'Roll über die ganze Wirbelsäule, wenn das für dich geht. Und dann nimm ein bisschen mehr Schwung und komm dann langsam nach vorne zum Sitzen und dann in deinen Vierfüßlerstand. Und im Vierfüßlerstand zieh jetzt deine Socken aus, wenn du noch welche anhast. Leg sie zur Seite und stell die Zehen dann auf. Heb die Knie an für unseren ersten Downward Dog, herabschauender Hund. Und dann spür hier mal rein und beug mal ganz stark die Knie, ganz stark. Schieb das Gesäß nach hinten, press in die Fingerspitzen und in die ganze Handfläche. Und dann schieb dich mit dem Gesäß nach hinten. Mach die Wirbelsäule so lang du kannst und dann streck ein Bein mal aus, das andere bleibt gebeugt. Und spür mal in die Rückseite vom gestreckten Bein und dann wechsel. Jawohl. Und dann lauf den Hund weiter aus und nimm jetzt die Hüfte mit und dreh dich jeweils so ein bisschen zur Seite und guck unter deiner Achsel durch. Jawohl. Und dann schau nach vorne, lauf nach vorne zwischen die Hände. Einatmen, Hände an Schienbein, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, lass dich nach vorne hängen. Einatmen, gerade im Oberkörper, leicht gebeugten Knien, zieh dich hoch, bis die Handflächen sich berühren. Und ausatmen, Hände vor deinem Herz und dann löse. Bring die Hände neben deinen Körper in Tadasana. Und mach die Augen für einen kleinen Moment zu. Jawohl, jetzt wird es langsam ein bisschen wärmer. Das heißt, wenn du dir die Kleider vom Leib reißen möchtest, dann mach das jetzt. Wunderbar. Und dann finde hier Ruhe in deinem Tadasana. Handflächen schauen erstmal nach vorne und dann öffne sie leicht zur Seite, sodass die Schulterblätter sich hinten näher kommen und dein Herz sich öffnen darf. Und dann schieb dein Steißbein so weit runter, du kannst und ziehst nach vorne. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule, Kinn zieht Richtung Brustbein. Bring den Fokus dann auf deine Fußsohlen. Und dann schau, dass du die drei Punkte, Ferse, Ballen vom großen und Ballen vom kleinen Zeh, gleichermaßen schwer in den Boden reinpresch und somit eine schöne Balance findest. Jawohl. Unser Padabandha, unser Fußschloss. Und dann öffne deine Augen. Wir atmen ein für Surya Namaskara A, Sonnengruß A. Arme nach oben, ausatmen, Köpfe in kühles, klares Wasser, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Du hast ein Tablett mit einem frischen Ostermenü auf deinem Rücken, nichts fällt runter. Ausatmen, Hände nach unten, schreite in deine Planke. Auch hier, schöner gedeckter Tisch auf der ganzen Rückseite von unserem Körper. Also versuch hier, den Po nicht nach oben zu strecken, sondern wirklich eine Linie zu sein. Dazu müssen die Schultern über die Handgelenke kommen.
Was man oft sieht, ist, dass die Schultern irgendwo weit hinten sind. Dann komm nach vorne, bis die Schultern direkt über den Handgelenken sind. Die Finger sind weit auseinander. Du kannst ja jederzeit die Knie nach unten bringen. Und ich sag dir eins, du bist dadurch kein schwächerer oder schlechterer Mensch, sondern du bist genau so, wie du bist, perfekt. Und du hörst hier auf deinen Körper. Und entweder die Knie sind oben oder auf der Matte. Und wir halten für 3, 2, 1. Bring dann die Knie nach unten. Ausatmen, beug die Ellbogen, lass sie zusammenkommen. Ganz eng unterm Körper. Leg dich so langsam du kannst ab. Und Füße flach. Einatmen in die Cobra. Wir bleiben hier. Zieh die Schultern zurück, schau nach unten. Keine Nackenfalten bilden. Auch hier ziehen die Ellbogen hinterm Körper, hinterm Rücken zusammen, als wenn die sich magnetisch anziehen. Die sind verliebt ineinander. Die wollen zusammen. Jawohl. Ausatmen, leg die Stirn ab. Spür nach. Einatmen, komm nochmal in die Cobra. Vielleicht ein bisschen höher als gerade eben. Löse mal die Handflächen von der Matte. Oh, genau, so weit kann ich mit meiner eigenen Rückenkraft nach oben gehen. Merk dir das und leg die Hände wieder ab. So sieht deine Cobra in Zukunft aus. Ausatmen, schieb dich über die Knie zurück in den herabschauenden Hund. Armukha Svanasana. Und dann schieb dich nach hinten. Mach die Wirbelsäule lang. Du kannst jederzeit die, auch hier die Knie beugen. Wenn du spürst, es ist angenehmer für deinen Rücken, dann sind die Knie gebeugt. Oder du versuchst sie dann nach und nach zu strecken. Die Ellbogen sind auch nicht komplett durchgestreckt, sondern leicht gebeugt. Und du drehst das Innere vom Ellbogen nach vorne, sodass sich die Oberarme, das Innere von den Oberarmen mitdreht. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Jawohl. Einatmen, rechtes Bein geht weit nach oben. Die Hüfte schaut aber nach unten. Das heißt, dreh die Hüfte zurück, sodass dein Hüftknochen auf der rechten Seite die Matte anlacht. Ausatmen, zieh das Knie zur Nasenspitze, komm mit den Schultern über die Handgelenke. Einatmen, Bein weit nach oben. Ausatmen, noch einmal Knie zur Nasenspitze, vielleicht ein bisschen näher. Einatmen, hoch mit dem Bein. Ausatmen, setz den Fuß zwischen den Händen ab und wenn du nicht nach vorne kommst, dann setz ihn da ab, wo du hinkommst. Nimm dann die Hand an den Knöchel und zieh den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Jawohl, wir sind hier im Sprinter, komm auf die Peacefinger. Schaff hier Frieden auf deiner Matte. Jawohl, lass die Hüfte nach unten sinken. Dein vorderes Knie, dein rechtes, ist über deinem Knöchel, nicht davor und nicht dahinter. Streck die hintere Ferse, die linke, nach hinten. Und dann heb die Arme nach vorne an und nimm deinen Oberkörper mit nach oben in unseren ersten Ausfallschritt. Jawohl, setz dich tief rein. Ja, mach das hintere Bein wichtiger. Schieb's nach hinten. Streck die Arme nach oben. Ausatmen, Hände nach unten. Schreite mit dem Fuß zurück in die Planke. Atme hier ein. Ausatmen, Knie nach unten. Chaturanga Dandasana. Langsam tief kommen. Einatmen, öffne in die Cobra. Und ausatmen, herabschauender Hund. Es wird hier eine schöne Variation des Sonnengrußes. Einatmen, linkes Bein weit nach oben. Schau, dass der linke Hüftknochen die Matte anlacht unter dir. Ausatmen, zieh das Knie zur Nasenspitze. Einatmen, hoch damit. Ausatmen, komm mit den Schultern über die Handgelenke, Knie zur Nase, mach dich rund. Einatmen, hoch mit dem Bein. Ausatmen, setz den Fuß zwischen den Händen ab, gerne nachhelfen. Die Peacefinger, Mittel- und Zeigefinger, sind auf der Matte. Herz schiebt nach vorne, Knie kommt über dein Knöchel, hintere Ferse schiebt zurück. Streck die Arme nach vorne und heb dich dann an in deinen Ausfallschritt auf der anderen Seite. Komm tief rein, lass die Schultern sinken. Schieb dein Steißbein nach unten und zieh dann dein Schambein nach vorne oben. Jawohl. Sehr schön. Ausatmen, Hände nach unten. In die Planke zurück. Einatmen hier. Mit oder ohne Knie. Chaturanga Dandasana. Wenn du ohne machst, dann komm nicht so tief. Halte hier über dem Boden und dann zieh dich nach vorne direkt in den heraufschauenden Hund oder in die Cobra. Wenn du die Knie abgelegt hast und wir treffen uns alle im herabschauenden Hund. Ausatmen, bring die Knie nach unten. Und wir gönnen uns
die Pose des Kindes. Leg die Arme nach hinten oder lass sie ausgestreckt vorne. Finde deine Variante. Lass dein Gesäß schwer werden. Jawohl. Fahr direkt runter von Aktion auf Pause. Stell dir vor, meine Hand rückt sanft deinen unteren Rücken, dein Gesäß. Noch ein bisschen schwerer Richtung Fersen. Und einatmen, streck die Arme wieder nach vorne. Ausatmen, komm auf alle Viere in den Vierfüßlerstand. Stell die Zehen hinten auf, einatmen in die Kuh. Ausatmen, heb die Knie an, atme Mukha Svanasana, herabschauender Hund. Jawohl. Sehr schön. Und wir bleiben hier mal 5 Atemzüge und schauen uns den Hund an. Sind die Finger weit auseinander? Und ich sag dir eins, unter jedem Finger ist ein Ostergeschenk. Nämlich 100-Euro-Scheine unter jedem Finger. Das heißt, du hast hier 10 100-Euro-Scheine und du presst jetzt die Fingerkuppen nach unten. Weil du möchtest die ja nachher verteilen und verschenken. Also presst die Fingerkuppen nach unten und stärk somit deine Pose, schütze deine Gelenke. Beug die Ellbogen leicht und zieh die Schultern weit weg von den Ohren. Wirbelsäule schön lang. Dein Kopf hängt ganz entspannt. Wir sagen mal nein, 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 nein. Sag mal ja, 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 ja. Freue ich mich jetzt gerade auf meiner Matte zu sein. Und dann schauen wir nach vorne zwischen die Hände. Kommen auf die Zehenspitzen. Ausatmen, beug die Knie. Lauf oder spring nach vorne. Einatmen direkt in die halbe Wirbelsäule. Denk an das Tablett auf deinem Rücken. Ausatmen, du klappst jetzt mit geradem Oberkörper über die Oberschenkel. Jawohl, einatmen, komm nach oben mit Leichtigkeit und Kraft und Freude und zieh die Hände vor deinem Herzen zusammen. In Samastahiti, der Pose der gleichen Seiten. Und deswegen spür jetzt mal in die rechte Seite und spür mal in die linke Seite. Verwurzel dich, Padabandha. Fußschloss, erinnere dich an die 3 Punkte. Die Fersen ziehen sich auch magnetisch an und bewegen sich zwar nicht, aber du spürst, wie diese Anziehungskraft deine ganze Beinmuskulatur aktiviert. Bauchnabel zieht rein und hoch, Steißbein runter, Schambein hoch, Schultern entspannt und tief, Kinn zieht zum Brustbein. Einatmen, öffne die Augen, Arme nach oben. Ausatmen, Köpfe in kühles, klares Wasser mit geradem Oberkörper. Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Adha Uttanasana. Ausatmen, zurück in unsere liebe Planke. Denk an den geraden Rücken. Ausatmen, mit oder ohne Knie. Chaturanga Dandasana. Einatmen, Herzöffnung. Kobra oder heraufschauender Hund. Und ausatmen. Wir treffen uns alle hier im herabschauenden Hund. Downward Dog. Jawohl. Wunderbar, rechtes Bein geht wieder weit nach oben. Dieses Mal öffnen wir die Hüfte, das heißt, die rechte Hüfte öffnet sich und legt sich auf die linke. Dann beugen wir das rechte Knie und die Ferse zieht zur Pobacke. Und wir schauen mal unter der linken Achsel durch. Hallo, hallo. Und geben dem Fuß ein Küsschen. Hallo, Fuß. Sehr schön. Und dann dreh dich zurück. Schau zwischen die Hände und zieh den Fuß mit der Ausatmung wieder dorthin. Gerne nachhelfen. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Und in den zweiten Krieger. Vira Vidrasana 2. Du stehst hier auf einer Linie. Schau gern mal deine Füße an. Bring mal die Hände an die Hüften. Du stehst auf einer Linie. Das heißt, der vordere Fuß steht mittig zu deinem hinteren Fuß. Und der hintere Fuß ist parallel zum Mattenende.
Und jetzt nimm die linke Hand an die linke Hüfte und du schiebst den linken Hüftknochen rüber nach links und deine rechte Hand schiebt das rechte Knie nach rechts und du öffnest dich hier. Jawohl. Und dann löst die Hände und streck sie auf eine Höhe und streck sie aus bis in die Fingerspitzen. Zieh dich lang. Schulter nochmal tief sinken lassen. Jawohl. Wir schließen hier im Krieger die Augen und halten und spüren rein. Auch hier die Füße bitte nicht verkrampfen, sondern schön verwurzeln. Steißbein tief nach unten sinken lassen, Schambein hochziehen. Jawohl. Und atme und schau dir, was dein Krieger oder deine Kriegerin heute mit dir macht. Ob sie dir Kraft geben kann, Zuversicht und Vertrauen. Vertrauen in dich selber und in die Menschheit. Vor allem auch ins Universum. Öffne die Augen. Wir kommen in den Sonnenkrieger. Das heißt, linke Hand zum linken Schenkel, rechte Hand zieht über den Kopf. Das vordere Knie bleibt aber gebeugt, nicht schummeln. Auch wenn ich jetzt nicht bei dir bin, sei ehrlich zu dir selber. Dehn deine rechte Flanke. Ausatmen, wir drehen den Spieß rum. Linke Hand geht über den Kopf und jetzt schau mal, ob du vielleicht die rechte Hand nach hinten schieben kannst, als wenn du hier was auf deiner Hand trägst. Schau nach oben. Jawohl, noch einmal in die andere Richtung. Vielleicht kann jetzt die linke Hand nach vorne schauen und die rechte schiebt wieder nach hinten. Wir wechseln noch einmal. Jawohl, in den gedrehten Winkel. Uddita Parshvakonasana. Und zieh dich zurück in Viravidrasana 2. Ausatmen, Windmühle nach unten, in die Planke. Atme hier ein. Wer abkürzen will, geht direkt in Hund. Ansonsten gern die Knie ablegen. Deine Chaturanga Dandasana. Deine Herzöffnung, Kobra oder heraufschauender Hund. Und immer, wenn du in der Kobra bist, nutz den Weg über die Knie zurück in deinen herabschauenden Hund. Jawohl. Einatmen, linkes Bein weit nach oben. Wir öffnen die Hüfte, beugen das Knie und schauen unter der rechten Achsel durch. Und schauen den Fuß an und auch der kriegt ein Küsschen. Sehr gut. Und dann nimm das Bein wieder parallel zum Boden, ausatmen, zieh den Fuß zwischen deine Hände und einatmen, komm nach oben. In einen Ausfallschritt. Hände vorm Herz mit der Ausatmung. Und wir öffnen auf der Seite in den zweiten Krieger. Nimm hier erstmal die Hände an die Hüfte. Nimm dann die rechte Hand an den rechten Hüftknochen und schieben den nach rechts, die linke Hand zur Innenseite vom linken Knie und schieben das Knie nach außen und öffnen unsere Hüfte. Dann nehmen wir die Arme nach rechts und links, ziehen sie lang bis in die Fingerspitzen. Schön aktivieren die Schultern weg von den Ohren. Schließen hier die Augen. Pressen die Außenkante vom hinteren Fuß nach unten. Mach dein hinteres Bein, dein rechtes Bein wichtig. Mach's stark, mach's aktiv. Vorderes Knie darf sich noch ein bisschen mehr beugen. Und dann spüre wieder in den Krieger rein. Öffne die Augen. Wir kommen in den Sonnenkrieger. Zieh die linke Hand über die rechte Hand am Schenkel entlang. Dehn die Flanke. Ausatmen. Andere Seite. Rechter Arm zieht nach oben und jetzt vielleicht die linke Hand mal nach hinten schieben. Handfläche nach oben öffnen. Wir drehen nochmal. Linke Hand über den Kopf. Rechte Hand schiebt jetzt nach vorne mit einem Tablett. Ausatmen. Noch einmal in den gedrehten Winkel. Jawohl. Und zurück in den zweiten Krieger. Einatmen hier. Ausatmen. Windmühle. Nach unten in die Planke. Kürz ab, direkt in den Hund. Oder von hier deine Variante der Chaturanga Dandasana in deine Variante der Herzöffnung. Und dann treffen wir uns alle in unserem Zuhause. Adamukha Svanasana. Lauf den Hund gern mal aus. Gönn dir ein kurzes Kind, wenn du möchtest. Jawohl. Schüttel den Kopf nochmal aus, wenn du im Hund bist. Locker dich. Und dann find langsam Ruhe und spür in die Dehnung der Rückseite.
Schieb dich etwas mehr nach hinten. Kann dein Smiley-Face, da wo Schenkel und Popo sich begrüßen, noch ein bisschen mehr Richtung Himmel strahlen? Jawohl. Wunderbar. Und dann schau nach vorne zwischen die Hände, wenn du im Kind bist. Komm wieder zu uns. Komm auf die Zehenspitzen und ausatmen. Lauf langsam nach vorne zwischen die Hände. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, volle Vorwärtsbeuge. Einatmen mit Leichtigkeit. Kommst du hoch, bringst die Hände zusammen und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Drei Atemzüge hier. Und dann langsam öffne deine schönen Augen. Wir machen noch eine Balanceübung, damit wir voller Balance hier in den Ostersonntag starten können. Du verwurzelst jetzt deinen rechten Fuß. Denk an die drei Punkte. Richtig fest verwurzeln. Und du hebst dein linkes Knie an. Kreisch mal dein Fußgelenk in eine und in die andere Richtung. Und dann schieb das Knie nach außen und komm in die Nummer 4. Das heißt, dein Knöchel legt sich über dein Knie ab, flext deinen Fuß, das heißt, die Zehen sind rangezogen. Hände kommen in Anjali Mudra. Standbein kann leicht gebeugt sein, minimal, so dass man es kaum sieht. Richte deine Wirbelsäule auf und dann komm langsam jetzt tief mit deinem Standbein. Verlier niemals dein Drishti, dein Punkt, dein Fokuspunkt. Und dann schau mal, wie tief du hier gehen kannst. Vielleicht optional, das sind nur Optionen, kannst du die Unterarme auf deinem Unterschenkel ablegen. Vielleicht kannst du die Finger nach unten setzen oder vielleicht sogar so ein Namaste an der Rückseite von deiner Wade formen. Das sind alles Optionen. Oder wenn die Finger nach unten gehen, dann wie so ein Äffchen klammern sich deine Zehen um deinen Oberarm. Und dann kannst du mal versuchen, wenn die Finger unten sind, dein Bein zu strecken, ansonsten lass es gebeugt. Deine Variante, halte hier noch 2 Atemzüge. Und dann komm langsam nach oben, zieh dein Knie hoch, nicht absetzen den Fuß, zieh es hoch, lächle und dann kontrolliert abgesetzt. Schüttel dich einmal aus und dann machen wir die andere Seite, verwurzel deinen linken Fuß, 3 Punkte. Zieh dein linkes Knie nach oben, schieb dein Knie nach außen und setz dann dein Knöchel über dem Knie ab. Und wenn es wackelt, finde langsam dein Drishti und komm zurück. Jawohl, Fokus wieder auf den einen unbeweglichen Punkt. Fuß ist geflext, Hände sind in Anjali Mudra vor deinem Herzen. Und dann komm langsam tief mit deinem Gesäß, beug dein Standbein, Rücken bleibt gerade. Entweder hier bleiben oder Hände ablegen. Oder Finger nach unten bringen, das Bein dann durchstrecken und vielleicht jetzt die Zehen um den Oberarm schlingen. Oder du bringst die Hände im Namaste hinter deine Wade. Wähle deine Variante. Und wichtig ist jetzt hier rauszufinden, was deine Balance macht. Und wenn die Balance wackelt, hey, perfekt. Genau dann kannst du das jetzt feststellen und kannst daran arbeiten und weißt, dass du vielleicht die eine oder die andere Seite ein bisschen mehr beachten solltest. Und dann komm langsam wieder nach oben, zieh dein Knie hoch, zieh die Mundwinkel hoch, ausatmen, setz den Fuß ab und wir schütteln uns einmal ganz von oben nach unten durch. Wir kommen nochmal an Anfang von unserer Matte für unsere letzte Vinyasa und ich habe ja versprochen, wir rahmen unsere Vinyasa heute in einen schönen Yin-Flow ein. Das heißt, wir gehen dann wieder in die Yin-Posen rein. Also genieße nochmal hier das letzte Mal fließen. Füße hüftbreit, Fersen ballen vom großen und kleinen Zeh verwurzeln, Zehen entspannt, Fersen ziehen sich magnetisch an, Steißbein ist runtergeschoppt, Schambein zieht hoch, Bauchnabel rein und hochziehen. Schultern entspannen, Kinn zieht zum Brustbein. Einatmen, Arme nach oben, bis die Handflächen sich berühren. Ausatmen, Köpfe
mit geradem Oberkörper in Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Hände an Schienbein. Ausatmen, Planke. Einatmen, hier, ausatmen. Deine Variante, gern die Knie ablegen. Der Chaturanga Dandasana. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Achte auf deinen Nacken. Ausatmen, schieb dich in Adho Mukha Svanasana. Schieb die Fersen noch mal ein bisschen mehr nach unten, dein Smiley Face Richtung Himmel und drück dich mit den Fingerkuppen nach unten. Denk an die Geldscheine unter deinen Fingern. Mach dich lang. Und jetzt lass alles von den letzten Wochen über deine Wirbelsäule nach unten rutschen. Wie eine Rutsche. Alles loslassen. Lass alles Wirbel für Wirbel einfach nach unten in den Boden reinsickern. Alle Gespräche über irgendwelchen negativen Sachen, alle Nachrichten, alle angstmachenden Sachen, alle Sorgen, alle Ängste, alles darf los und weg. Und jetzt machen wir nochmal was für unser Ego. Keiner sieht euch. Atme ein, ausatmen, Mund auf, Zunge raus, Löwenatmung. Einatmen durch die Nase, ausatmen wie Löwe, ausatmen dabei die Zunge rausstrecken. Noch einmal einatmen und geräuschvoll ausatmen. Jawohl. Wunderbar, bring die Knie nach unten. Setz dich mal in den Fersensitz, Füße flach. Leg mal die Handflächen ineinander auf deinen Schoß. Und spür hier einfach mal die Ruhe. Spür, wie wir jetzt langsam von der Aktion in die jeden Posen reingehen. Jawohl. Lass die Schultern los. Nimm die Spannung raus. Sehr schön. Und dann öffne die Augen, komm auf die Hände, setz dich dann auf dein Gesäß. Und wir kommen in die Rehbeine. Das heißt, bringst deinen linken Fuß an den rechten Oberschenkel und dein rechter Fuß zeigt in die gleiche Richtung. Das heißt, wir haben hier zweimal den gleichen Winkel in unseren Beinen und Kniegelenken. Und wir sitzen so gut wie es geht auf beiden Gesäßhälften. Schließen hier mal die Augen und spüren einmal unser Gesäß und die Beine, die auf dem Boden sind. Jawohl. Und dann öffne die Augen und dann geht deine rechte Hand am Rücken entlang und greift deinen linken Ellbogen. Und dann lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Geh mal rein in die Nackendehnung. Wenn du hier nichts spürst, beweg dein Kinn einmal nach oben oder unten, bis du den Punkt findest, den du jetzt halten möchtest für ein paar tiefe Atemzüge. Jawohl. Und dann komm langsam nach oben. Löst die Hände. Wir wechseln die Füße und Beine in die andere Richtung. Beide Füße schauen jetzt nach links. Dein rechter Fuß ist am linken Oberschenkel. Beide Knie gleiche Winkel. Und dann greif jetzt mit der linken Hand deinen rechten Ellbogen und lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Und dann beweg hier dein Kinn vielleicht nochmal ein bisschen von oben nach unten und spür hier rein in die Dehnung. Und dann komm langsam wieder nach oben. Löst die Hände. Stell die Füße vor dir auf. Jetzt wäre es die Zeit und die Gelegenheit, deine Socken wieder anzuziehen. Vielleicht sogar irgendwie wieder ein Oberteil, Pulli oder sowas, sodass du nachher vorm Shavasana gar nicht mehr aufstehen musst. Und wenn du
soweit bist, dann halte dich erstmal an den Schienbeinen fest. Wir öffnen nochmal in so eine sitzende Kuh und schieben das Herz nach vorne. Ausatmen, lassen wir uns mal durchhängen. Kinn zieht zum Brustbein und der Rücken wird rund. Einatmen, schieb nochmal dein Herz zwischen den Knien durch. Ausatmen, mach dich hier rund, noch eine Runde. Einatmen, öffne. Ausatmen, rund und dann löst die Hände und lass dich Wirbel für Wirbel auf die Matte zurück. Willkommen in die passive Schulterbrücke, dafür lauf mit den Füßen Richtung Gesäß. Und du brauchst jetzt einen Block oder was Vergleichbares. Die Knie und die Füße sind hüftbreit. Und einatmen, heb dein Gesäß an und dann kannst du, was auch immer du hast, unter dem Gesäß bzw. unter deinem Kreuzbein ablegen. Es kann vielleicht eine Klopapierrolle sein oder vielleicht zwei Bücher übereinander oder ein paar Kissen übereinander. Schau mal, was für dich jetzt von der Höhe her passt. Wir versuchen es aber jetzt passiv zu machen. Das heißt, es gibt ja auch die aktive Schulterbrücke, wo wir selber halten. Aber da wir jetzt im Yin wieder angekommen sind, wollen wir hier gar nicht zu viel Aktion reinbringen und halten. Und du kannst dich jetzt entscheiden, was deine Höhe ist und dich richtig einrichten. Und dann schließ hier deine Augen und spür hier und lass los. Lass dein Gesäß wirklich hier ankommen auf der Unterlage. Schau bitte, dass die Knie nicht zusammen oder nicht auseinanderfallen, sondern ungefähr hüftbreit bleiben. Und spür, wie die ganze Vorderseite sich jetzt öffnen darf. Von ganz alleine. Jawohl, wir genießen die Pose und atmen. Vielleicht spüren wir, wie sich die Bauchdecke immer mehr anhebt mit jeder Einatmung. Und wie sie wieder nach unten sinkt mit der Ausatmung. Nimm noch 3 tiefe Atemzüge. Und dann heb minimal dein Gesäß an, um den Block oder die Kissen, deine Hilfsmittel rauszunehmen und leg dich hier Wirbel für Wirbel wieder ab. Jawohl. Lauf mit dem rechten Fuß nach rechts außen zur Mattenkante, mit dem linken zur linken und lass in der Mitte deine Knie zusammenfallen für die Neutralisation deines unteren Rückens. Dann lauf mit den Füßen wieder hüftbreit zusammen. Zieh dein rechtes Knie zu dir ran und greif mal von außen deine Fußseite und bring den Ellbogen zur Innenseite von dem Knie. Wir kommen ins halbe Happy Baby. Das heißt, dein rechtes Knie zieht zur rechten Achsel. Deine Fußsohle schaut nach unten. Dein linker Fuß ist entweder aufgestellt oder du streckst das Bein aus. Kannst gerne die linke Hand auf deinen linken Hüftknochen legen und dann spür hier noch für eine Minute oder ein paar tiefe Atemzüge rein. Versuch hier die Aktion rauszunehmen und in die passive Pose reinzugehen. Schultern entspannen, loslassen. Sehr intensiv, diese Pose, das halbe Happy Baby. Und dann löse langsam, lass das Knie aber bei dir, zieh aber jetzt
die Ferse Richtung Schenkel, zieh und umarm das Schienbein mit beiden Händen. Und dann greift die linke Hand das Knie von außen und wir ziehen das Knie rüber nach links und nehmen den Blick nach rechts. Die rechte Hand kann wie so ein Flügel zur Seite rausgehen. Jawohl. Und lass dein Knie nach unten fallen. Jawohl. Schöne Drehung von der Wirbelsäule. Komm dann langsam wieder nach oben. Zieh das Knie noch einmal zu dir ran. Und dann wechseln wir die Beine. Links wird rangezogen, rechts entweder aufgestellt oder ausgestreckt. Wir kommen ins halbe Happy Baby. Greif von außen die Fußsohle, Ellbogen kommt zur Innenseite von deinem Knie. Die Fußsohle schaut nach oben, Knie geht Richtung Achselhöhle. Und dann gerne die rechte Hand auf den rechten Hüftknochen ablegen. Und dann halten wir hier und atmen. Nimm auch hier wieder die Aktion raus. Versuche hier locker zu lassen. Ich weiß, sehr schwer in dieser Pose. Versuch Weichheit in deinen Körper zu bringen. Atme. Und vielleicht zieh die Mundwinkel mal nach oben. Signalisiere deinem Körper, hey, mir geht's gut, es ist schön. Ich fühle mich wohl. Keine Panik. Aber es ist eine Yoga-Pose. Drei Atemzüge hier. Und dann lass den Fuß sinken, umarm dein Schienbein mit beiden Händen. Und dann greif die rechte Hand, dein Knie und zieh's rüber nach rechts. Und dein Blick wandert nach links. Deine linke Hand ist ausgestreckt wie so ein Flügel. Jawohl. Lass die linke Schulter jetzt schwer werden. Nimm noch drei Atemzüge. Lass die Bauchdecke richtig wachsen. Schön. Und dann komm zurück zur Mitte und wir gleiten dann gleich in Shavasana, zieh noch einmal beide Knie zu dir ran und wackel nochmal über die Wirbelsäule und von hier finde dann dein Shavasana, wenn du möchtest, greif dir eine Decke oder sonst was, um es dir gemütlich zu machen. Und dann deck dich zu. Und wir bleiben hier für 3 Minuten heute im Shavasana.
kleine Bewegungen zu erzeugen, deinen Körper wieder aufzuwecken, dich zu erinnern, auf der Matte zu liegen. Jawohl. Und dann streck dich mal, zieh die Arme lang und regel dich von rechts nach links. Und dann setz die Füße auf und lass dich dann auf deine Lieblingsseite nach rechts oder links ins Embryo reingleiten. Leg die Hände unter deinen Kopf. Und schau mal, wer möchtest du jetzt sein an diesen ganz speziellen Ostertagen dieses Jahr? Jawohl. Und dann komm mit geschlossenen Augen zum Sitzen. Bring die Hände vor deinem Herzen in Anjali Mudra zusammen. Erinnere dich an deine Intention vom Anfang der Stunde. Oder an die Person, der du die Stunde gewidmet hast. Und dann nimm die Daumen zum dritten Auge und verbinde Körper, Geist und Seele und zieh die Hände dann wieder vor deinem Herzen zusammen, neig deine Stirn zu den Fingerspitzen und verbeug dich mal vor deinem Körper. Was für ein Geschenk unser Körper ist, was für ein Wunder unser Körper ist. Und verbeug dich einfach vor dir selber und dem Leben, das durch dich hindurchfließt. Ich verbeug mich voller Respekt vor euch allen. Namaste. So, meine lieben Yogis, das war unsere Yin-Win-Stunde heute Morgen. Es gibt noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar, da ihr ja zu Hause seid und vielleicht auch keine Blöcke, Bänder oder Bolster habt, könnt ihr auch gerne Bescheid geben. Wir haben noch ein paar Sachen da. Wir schicken euch das auch gerne zu, wenn ihr davon was kaufen möchtet. Dann hat sich heute in unserem Flow ein Osterei versteckt. Und ihr dürft jetzt, wenn ihr wollt, auf Eiersuche gehen. Und wer dieses Ei findet, der kriegt eine Ananda-Tasse. Die seht ihr jetzt eingeblendet vor euch. Ein schöner Becher. Den schicken wir euch dann gerne zu, wenn ihr die richtige Antwort uns schickt. Und dann würde ich mir wünschen, dass ich heute Abend um 19.30 Uhr euch alle wieder hier sehe, beziehungsweise dass ihr dabei seid, wenn wir uns auf eine schöne Meditation einlassen heute Abend. Und ansonsten wünsche ich euch wunderschöne Ostern. Wir sehen uns am Dienstag wieder um 10 Uhr zu dem Vinyasa Flow. Und wenn ihr dafür Wünsche habt, schickt sie mir gerne. Ich kann gerne eure Wünsche mit aufnehmen und freue mich, wenn ihr mir da was schickt. Und ansonsten nochmal danke, danke für eure Spenden und für euer Dasein und für eure Bereitschaft, weil ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Und da sind wir wirklich, das ganze Team, Nicola, Juliane, Benny und ich, sehr, sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.